Jetzt kommt Herr Weins. Geht das? Ja. Christoph Weins, mein Name, Landwirtschaft und Umweltministerium Nordrhein-Westfalen. Ich bin seit vielen Jahren mit der Umsetzung und der Gestaltung von Agrarumweltmaßnahmen beschäftigt und kann vielleicht mal nochmal die Ländersicht ein bisschen einfließen lassen in die Diskussion. Zunächst mal heute Morgen klang so ein bisschen an, als ob die Landwirte zu viel Sorge haben, durch eine höhere Kontrolle Agrarumweltmaßnahmen umzusetzen oder durch die Sanktionen abgeschreckt zu werden. Also diese Sichtweise kann ich nicht unbedingt von uns bestätigen. Im Gegenteil, in Nordrhein-Westfalen werden die Agrarumweltmaßnahmen relativ gut angenommen. Also etwa 10% der LF werden im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen bewirtschaftet. Knapp 10.000 Landwirte sind aktiv dabei, die Dinge umzusetzen. Also Akzeptanz ist da und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass wir ein durchaus attraktives Angebot gemacht haben. Das Zweite ist, was heute Morgen angesprochen worden ist, ergebnisorientierte Maßnahmen. Ich weiß nicht, mit welchem Hintergrund das immer wieder so in den Vordergrund gerückt wird. Wenn es suggeriert, dass die bisherigen Agrarumweltmaßnahmen nicht wirkungsvoll sind, auch das kann ich eigentlich so nicht bestätigen. Im Gegenteil, die Evaluierung, das ist ja ein sehr intensiver Prozess, den wir uns auch unterziehen müssen mit dem gesamten Entwicklungsprogramm, zeigt, dass im Grunde genommen alle Maßnahmen wirkungsvoll sind, in unterschiedlichen Umfängen natürlich, in unterschiedlicher Intensität. Dazu gehören aber im Grunde genommen alle Maßnahmen, denen wird ein auch wissenschaftlich untermauert und belegter Wirkung sozusagen bescheinigt. Insofern weiß ich nicht, ob das uns wirklich so viel weiterbringt. Es gibt natürlich Dinge, wo man sagen kann, Ergebnisse, dass es ganz klar eine Ergebnisorientierung bringt, auch was ist in manchen Punkten ein Ansatz, aber nicht für alle. Also wenn ich beispielsweise an das heute intensiv besprochene Thema Blühstreifen denke, dann weiß ich nicht, inwieweit eine Ergebnisorientierung einen neuen Ansatz bringen soll. Also die Blühstreifen, die sind wirkungsvoll, man sieht es, man braucht da eigentlich keine intensives Monitoring mit Insekten oder Vögeln oder sowas zu machen, um eine Ergebnisorientierung zu erreichen. Vielleicht so viel dazu. Das andere ist aber auch, wenn mit der Ergebnisorientierung suggeriert wird, dass es einfacher wird, dann will ich, glaube ich, an der Stelle sagen, ist es Sand in die Augen derjenigen, die damit einen deutlichen Fortschritt suggerieren oder erwarten. Ich glaube, fast das Gegenteil ist der Fall. Ergebnisse müssen geprüft werden, auch dann wird es ein Monitoring und eine Prüfung geben müssen. Also ich glaube nicht, dass das so in Richtung Vereinfachung gehen kann. Ja, vielleicht noch ein... Aber kurz. Ja, ein letzter Punkt. Das Thema ist ja Verbesserung der Biodiversitätswirkung beim Greening und bei Agrarumweltmaßnahmen. Meine Erfahrung oder unsere Erfahrung ist, je wirkungsvoller die Maßnahmen sind, desto komplexer sind sie und desto umfänglicher und intensiver müssen sie beraten werden. Die Kontrolle wird schwieriger. Das ist jetzt kein Plädoyer gegen wirkungsvolle Maßnahmen, aber ich will nur sensibilisieren dafür, die Erwartung an der Stelle auch nicht zu hoch zu haben. Das bedeutet auch Personal. Also wenn wir wirkungsvolle Maßnahmen haben wollen, Biodiversität hocheffizient, dann brauchen wir auch an der Stelle Menschen und Personal, die das umsetzen, begleiten und letztlich auch kontrollieren. Auch dafür müssen wir, glaube ich, einstehen. Vielen Dank, Herr Plass-Beisemann. Ja, funktioniert, ne? Ich war vorhin etwas erschrocken. Also wir sind ja jetzt hier eine relativ avantgardistische Gruppe von Landwirten, die das Thema auch stark nach vorne tragen. Wir haben heute Morgen deutlich Veränderungsbereitschaft signalisiert und auch dargestellt, wie das aus unserer Sicht geht und was auch nicht geht. Zum Beispiel der Pflanzenschutzmitteleinsatzverbot in ökologischen Vorrangflächen. Wenn dann der Naturschutz dann aufsteht, jetzt der NABU speziell, und alles sofort wieder in Frage stellt, halte ich das für durchaus schwierig, weil Sie müssen sich das nämlich folgendermaßen vorstellen. Ich bin jetzt Bauer, bin jetzt 40 bald, ich werde das auch nicht mehr ändern. Aber mein Sohn
macht in 6 Jahren Abitur. Ziemlich genau in 6 Jahren jetzt. Jetzt kann ich ihm in 6 Jahren erzählen, nachdem ich jetzt noch 6 Jahre mich mühe, alles zu tun für die Biodiversität, jedes Mal einen drüber zu kriegen, wenn ich gerade versucht habe, es vernünftig nach vorne zu bringen. Und dann sage ich ihm, wenn er mich fragt, was soll ich machen? Und wir haben einen wirklich gut laufenden Betrieb und dadurch, dass wir uns auch so ein bisschen von den Märkten abgekoppelt haben durch die Pferde, sind wir da relativ sicher aufgestellt. Was soll ich ihm sagen? Ich kann ihm in 6 Jahren sagen, okay, wir können das folgendermaßen machen. Entweder du unterziehst dich den gleichen Nackenschlägen, die sich dein Vater ausgesetzt hat, der das auch ganz gut ausgehalten hat. Oder du machst was anderes. Wir verpachten unsere 70 Hektar, vielleicht steigen durch die Düngeverordnung die Preise ja nochmal deutlich über 1.000 Euro. Dann nehmen wir diese 70.000 Euro ganz entspannt mal mit. Du studierst Jura oder Elektrotechnik, das kannst du dir jetzt mal aussuchen. Dann nimmst du dir nochmal 70.000 bis 80.000 Euro mit und wir machen uns einen gemütlichen Tag. Und wenn du abends nach Hause kommst, legen wir uns in den Garten und sonntags machen wir gar nichts und samstags gehen wir auf Yacht. So, das ist nämlich das Ergebnis, was da rauskommt. Sie treiben uns die Hofnachfolger von den Höfen. Das ist das Ergebnis. Vielen Dank, Herr Müller. Aber kurz, bitte. Ja. Ich war schon auf vielen Veranstaltungen, aber ich war noch nie auf einer Veranstaltung, wo ich mehr Bereitschaft, einen kritischen Punkt gegenüber den Verbraucher gesehen habe, was die Landwirte bringen und bringen wollen, wie in der Veranstaltung heute. Das freut mich und das spornt mich an, in meinem Engagement weiterzumachen. Und Herr Schöne, nehmen Sie es jetzt nicht persönlich, aber die Mundwinkel bei Ihnen müssen eigentlich mal nach oben gehen und Sie gehen die ganze Zeit noch ein Stück tiefer. Wenn man die große Bereitschaft jetzt nicht mitnimmt und will es verbinden mit einer Agrarwende komplett auf den Kopf zu stellen und die EU-Agrarpolitik neu justieren und verbindet es damit, erreicht man gar nichts. Wir haben es satt in Berlin wegen den Massentierhaltungen. Das schädigt meinen Ruf in meiner 10.000 Einwohnergemeinde. Muss ich mich für Massentierhalt rechtfertigen in einem Gebiet, wo es überhaupt keine Tierhaltung gibt? Damit schädigen Sie auch die ehrlichen Landwirte. Und wenn Sie sagen, der Verbraucher möchte eine andere Landwirtschaft, da bin ich schon ein Stück weit bei Ihnen, dass er das nicht will. Nur, Sie gaukeln der Landwirtschaft auch Betriebe vor, die in den 60er und den 70er Jahren ausgestorben sind. Der Bauer mit dem Gummistiefel vor einem Misthaufen, wo die Hühner laufen, den gibt es zumindest im südlichen Rheinland-Pfalz nicht mehr. Wenn ich die Betriebstype will, brauche ich 100.000 Landwirte aus der Retorte, die Betriebe mit 30 bis 50 Hektar noch führen. Und wenn ich eine Landwirtschaft propagiere, wo nichts exportorientiert arbeiten darf, dann gehe ich an der Sache vorbei und da kommen wir nicht weiter. Deshalb nochmal mein Ansatz, konzentrieren wir uns in den Konsens, wo wir heute gefunden haben und verquicken es nicht mit vielen anderen Dingen, sonst bleiben wir in der Summe auf der Strecke und das würde ich doch sehr bedauern. Vielen Dank. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Röser. Da kam von Herrn Weinz das Thema Ergebniskontrolle. Das war ja gestern auch Diskussion im Workshop mit den Landwirten. Da kam das Thema und zwar nicht wegen der mangelnden Wirksamkeit der Maßnahmen, sondern aus der Frage heraus, ob eine Ergebniskontrolle nicht leichter ist als eine Prozesskontrolle in den Maßnahmen. Wie sehen Sie das? Herr Weinz warnt davor, allzu große Erwartungen zu haben, dass man damit eine große Erleichterung hinbekommen kann. Wie sind Ihre Erwartungen da? Also ich glaube, dass eine Ergebniskontrolle extrem viele Vorteile mit sich bringen würde, weil es dann eben wirklich ergebnisorientiert ist und man nicht mehr in diesem Bereich, und das kam ja auch sehr deutlich raus heute Morgen, Sanktionsangst, Kontrollangst sich tummeln müsste. Es geht eigentlich darum, Ergebnisse zu erzielen. Man kann die Dinge auch messen. Man kann Leguminosen messen, mit und ohne Pflanzenschutz und die Auswirkungen auf die Biodiversität. Das machen wir. Das machen wir auf 53 Betrieben. Das Franz-Projekt macht das auch. Und es liegen Ergebnisse vor und es liegen Erkenntnisse vor, wissenschaftliche Erkenntnisse. Und wenn man da anfangen würde, zu sagen, wenn Maßnahmen umgesetzt werden, die Biodiversität nachweisbar fördern, und das kann man relativ einfach messen, Blühstreifen zum Beispiel, dann kann man das einfach messen, dann das Ergebnis zu honorieren, also dieses Umweltergebnis oder Biodiversitätsergebnis zu honorieren und weg
kommen von diesen Kontrollen? Ist der Gewässerrandstreifen jetzt 20 Zentimeter zu breit oder zu kurz oder zu schmal? Ist die Blühfläche zu breit oder zu schmal? Und zu Themen wie Umbruch noch regeln würde, dann wäre ein großer Fortschritt erzielt. Aber haben wir überall Indikatoren vorliegen für alle Maßnahmen? Und besteht nicht auch die Gefahr, dass, glaube ich, stand auch ein bisschen hinter der Wortmeldung, dass wir wieder so kleinteilige Zielindikatoren bekommen, die uns eher vom Regen in die Traufe bringen? Mit Indikatoren meinen Sie Arten jetzt? Ja gut, da muss man, also wir haben auf unseren Farmnetzwerkbetrieben auch verschiedene Experten herumlaufen. Und da sieht man schon sehr deutlich, dass von Art zu Art Wettbewerb herrscht. Also ich nenne jetzt einfach mal die Honigbiene und die Wildbiene. Ist schon ein schwieriges Wettbewerbsfeld. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt anfangen muss, Tausende von Indikatoren zu definieren. Die wichtigsten Indikatoren gibt es eigentlich, und die Biodiversität wird in den Vögeln der Agrarlandschaft gemessen, das ist schon mal der Hauptindikator, und dann gibt es ein paar wichtige, die uns allen bekannt sind, die auf den Musterbetrieben, egal ob Franz oder bei uns oder sonst wo, gemessen werden. Das sind eigentlich immer die gleichen 5, 6 Indikatoren. Wenn man mit denen anfangen würde, käme man einen Schritt weiter. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, welche 1500 Indikatoren gemessen werden müssen und erstmal eine Basiserhebung deutschlandweit machen, dann sind die nächsten 20 Jahre rum und es ändert sich gar nichts. Aber die Hauptindikatoren sind bekannt, die Zahlen sind da und die Maßnahmen sind auch bekannt, mit denen man sie fördern kann. Ja. Und wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden und dafür der Landwirt entlohnt wird, dann sind wir alle ein Stück weiter. Ja. Wie sehen Sie das aus Sicht des Naturschutzes, Herr Schöne? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, oder beziehungsweise Ihre Reaktion auf die Statements der Landwirte, die ja kurz gesagt sagen, versucht von Seiten der Umweltverbände nicht die Welt komplett aus den Angeln zu nehmen, sondern agrarpolitisch zu gucken, was ist machbar, wo können wir gemeinsam Ziele definieren, um sie nicht gleich immer wieder jeweils in die Gräben hineinzuschicken. Das die beiden Punkte für Sie. Fange ich mit dem letzten an. Also ich bin nicht hierher gekommen, um eine politische Grundsatzdebatte über Agrarpolitik zu führen. Wenn das gewünscht ist, dann müssen wir das tun. Aber da sage ich auch, ich habe nicht angefangen damit. Und ich will hier konstruktiv über Naturschutz reden. Ich nehme auch im Saal die große Bereitschaft wahr, dass man sich Gedanken macht, wie richtet man das Fördersystem aus? Was kann man freiwillig voranbringen? Also da muss ich ehrlich sagen, wenn hier von mancher Stelle mit hohem Maß an Betroffenheit Öl ins Feuer gegossen wird, dann fühle ich mich genötigt zu reagieren. Ja, aber ich sehe keinen Grund, hier die Differenzen zu bestärken. Ich glaube, alle im Saal sind der Meinung, wir haben Potenziale, wir können gemeinsam was voranbringen. Und der einzige Punkt, wo wir vom Naturschutz, und da hat auch mein Kollege vom NABU darauf hingewiesen, immer wieder betonen, lassen Sie uns übers Geld reden. Wir brauchen Geld, um diese Ziele zu erreichen. Das ist die Herausforderung. Und da guckt der Naturschutz immer in die Röhre. Ich habe vorhin die Zahlen erwähnt. Um jetzt nochmal auf den konkreten Punkt einzugehen, ich glaube, die spannende Frage ist ja, und das greift nochmal das auf, was Herr Hartelt eben erwähnt hat, die römischen Verträge, ja, Subsidiarität, aber auch das Thema Programmierung. Ich glaube, das sind alles so Ansätze, über die wir uns Gedanken machen, weil dann landen wir auch in den Regionen, dann landen wir stärker bei den spezifischen Bedingungen, naturräumlich, aber auch strukturell von Seiten der Landwirtschaft. Darüber sich Gedanken zu machen. Und natürlich, Christoph Heinz, ist es eine riesige Herausforderung von der Kontrollseite her. Aber schauen Sie sich mal an, was das Elo-Reset-Papier, was das Bund-Länder-Papier von letzter Woche definiert. Die Idee ist, wir machen eine strategische Partnerschaftsvereinbarung zwischen Brüssel und dem Mitgliedstaat respektive der Region. Da sind Ziele, die wir verfolgen müssen von europäischer Ebene. Und die Region ist selber in der Lage zu definieren, wie erreiche ich meine Ziele. Und ich glaube, das stellt eben auch das bisherige Kontroll- und Anlastungsrisiko so ein bisschen auf den Kopf. Wir müssen überlegen, also mir schwebt immer im Kopf so ein bisschen Baukastenprinzip. Der Landwirt kann aus einem Katalog an 10, 15 Maßnahmen, soll er mindestens 5 aussuchen, dann kriegt er eine pauschale Prämie von, sagen wir mal, 100 Euro pro Hektar. In Frankreich hat es sowas schon mal gegeben, das hieß CTE, Nachhaltigkeitsprämie, gesamtbetriebliche Ansätze. Das ist eine riesige Herausforderung und das kann nur funktionieren, wenn wir die Beratung stärken, weil genau die Schlüsselmaßnahmen des Naturschutzes, dunkelgrün, wie sie so schön genannt werden, die erfordern ein hohes Maß an Kompetenz, an Beratung, an
Ausbildung, Fortbildung der Landwirte. Und da müssen wir investieren. Und da glaube ich einfach, dass wir dieses Fördersystem sozusagen in die nächste Förderperiode schieben wollen. Ich sage nicht, dass wir alles neu und anders machen wollen, aber wir müssen es besser machen und nicht ständig an das schwierige System nochmal was anzudocken. Ja. Herr Hartelt. Ich bin richtig froh, dass wir da noch eine Gemeinsamkeit entdeckt haben, Herr Schöne. Ich denke auch die Diskussion um Handlungsorientiertheit oder Ergebnisorientiertheit, ich hatte das in meinem Statement auch gesagt, das sollten wir auch nicht zu dogmatisch sehen. Also entweder das eine oder das andere. Ich bin ganz sicher, dass bestimmte Maßnahmen sich handlungsorientierter umsetzen und auch kontrollieren lassen. Aber es gibt andere Bereiche, die wären vielleicht sinnvoll ergebnisorientiert, und das müssen wir dann bei den verschiedenen Maßnahmen uns wirklich angucken, ergebnisorientierter, wenn ich an die Bereiche denke, die Professor Schumacher in der Eifel macht und so weiter, da wird ja stark am Ergebnis auch orientiert. Will damit sagen, es ist ja kritisiert worden heute Morgen von den Kollegen, dass wir in manchen Bereichen zu dogmatisch an Regeln, an Zeitpunkten und so weiter hängen. Und da gibt es bestimmt Bereiche, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, wo wir mit einer Ergebnisorientiertheit und sagen, das soll das Ziel sein und überlasst es den Akteuren mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Kenntnis des Klimas, des Bodens, der Verhältnisse, überlasst denen das, dieses Ziel zu erreichen, dann wäre uns ein Stück weit geholfen. Das ist der Ansatz, nicht generelle Umswitchung von dem einen zum anderen. Herr Paffen, dazu auch noch eine Ergänzung? Nee, ich hätte gerne eine Bemerkung gemacht zu dem Kollegen aus Nordrhein-Westfalen vom Umweltamt. Ich habe gestaunt, ich habe vorhin in der Pause mit Ihrer Kollegin oder zumindest eine Mitarbeiterin aus der Administration in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Ihre Programme sind ja auch fantastisch ausgestattet. Ja? Und von daher sieht man sehr schön, wenn es sich für den Landwirt rechnet, ja, und es nicht nur ein sag ich mal, ja, mäßiger Kostenausgleich ist, dann ist es sicher hochinteressant, Agrarumweltmaßnahmen zu machen. Ja, ich erinnere nur da diese fünfgliedrige Fruchtfolge, wo es, glaube ich, 115 Euro oder sowas gibt, zusätzlich in der Größenordnung, das ist hochinteressant. Ja? Und da sind wir schon beim nächsten Problem. Diese Agrarumweltmaßnahmen müssen kofinanziert werden und damit ist es wieder Ländersache. Und dann hängt es auch wieder ein ganzes Stück davon ab, wie sind die Länderkassen ausgestattet und wie sind auch die Prioritäten in den einzelnen Ländern, wo gehen die Landesmittel hin? Herr Nies, bitte. Ja, genau, nochmal zu den letzten beiden Punkten. Das eine mit den ergebnisorientierten Maßnahmen. Ich habe es mal in meinem Vorleben selber mal rechnen und untersuchen dürfen. Also gerade im Grünlandbereich, da ist es hochgradig effektiv, nach Erfolg zu kontrollieren, weil Sie diese Maßnahmen, diese Mosaiknutzung gar nicht so steuern können. Das ist wesentlich günstiger. Die Effektivität ist da enorm größer. Also das konnte ich damals auch wirklich nachweisen. Die andere Geschichte ist mit diesen Ländermaßnahmen. Genau da liegt es auch dran, auch am guten Willen. Wir hatten in Niedersachsen diese Maßnahme, fünfjährige Fruchtfolge, hatten wir auch. 120.000 Hektar waren gezeichnet und dann wurde das Programm eingestampft, weil zu viele gezeichnet hatten. Und damit war der Vertragsnaturschutz in dem Bereich verbrannt. Wir brauchen gerade diese vielfältigen Nutzung. Und wenn das aus politischen Willen, gerade von der Naturschutzseite nicht gewünscht wird, also von den Umweltministerien, weil die falschen Leute unterschrieben haben, dann machen wir damit den Naturschutz kaputt. Oder weil das Geld fehlt. Bitte schön. Ja, mein Name ist Lettauer aus Thüringen, auch vom Landwirtschaftsministerium. Ich will gleich zu den ergebnisorientierten Maßnahmen sagen, wir machen sowas in Thüringen auch, diese Kennartenprogramme Grünland. Und es ist definitiv so, dass der Kontrollaufwand dort erheblich höher ist, weil jede Fläche einzeln besucht, bonitiert wird. Und ich rede natürlich von der Verwaltung und wir reden auch vom Landwirt, der bei uns die Bonitur-Protokolle einzureichen hat. Und ich will nicht gegen die ergebnisorientierten Maßnahmen jetzt Stellung nehmen, aber ich muss das bekräftigen, was die Vorredner gesagt haben. Der Kontrollaufwand ist erheblich und man muss sich natürlich auch fragen, wir befinden uns in biologischen Systemen und der Effekt stellt sich nicht im Jahr der Antragstellung ein. Und wir befinden uns aber in einem Fördersystem, was im Wesentlichen auf Jahresscheiben abzielt. Und das ist einfach ein inkompatibler Zustand. Das heißt, wir reden hier von Flächenförderung, wir reden von einer Agrarpolitik der EU, nicht Deutschlands, was ich heute in diesem Raum generell unterbelichtet finde, die Diskussion in dem Blickwinkel im europäischen Maßstab. Und die Regeln kommen von der EU. Und jetzt ein kleiner Schwenk mit dem Bezug zur EU. Wir reden hier über Deutschland, über
eine kleine Fläche innerhalb der EU. Und wir sollten uns bei der agrarpolitischen Diskussion auch mal in die anderen Mitgliedstaaten umschauen, was die für Prioritäten haben. Die haben aktuell in einigen Mitgliedstaaten von der zweiten in die erste Säule umgeschichtet, nur um mal den Extrempunkt auf der anderen Seite des EU-Konzerts zu nennen. Und wenn wir davon reden, dass wir Geld brauchen, brauchen wir das ja aus der EU. Und wenn wir davon reden, von einer gemeinsamen Agrarpolitik, muss es eine minimale Menge gemeinsamer Regelungen geben. Und die Lösung für Deutschland spezielle Ansätze zu finden, ist dann eher eine, die auf starke Subsidiarität setzt und auf hohen Regelungsanteil, der, sag mal, nationalstaatlich in der EU erbracht wird. Und das führt wiederum zu einer divergenten Entwicklung der Landwirtschaft innerhalb der EU. Ich will mit dieser Ausführung eigentlich nur betonen, wie komplex das System ist, in dem wir uns befinden in den Verhandlungen. Und ich glaube auch, und das vermisse ich ein bisschen in diesem Raum, dass der Blickwinkel auf die Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten gerichtet sein muss. Die werden für eine starke erste Säule kämpfen und eine starke Umverteilung in der ersten Säule auf die Mitgliedstaaten, die bisher nicht so stark pro Hektar und so weiter partizipiert haben. Und wir reden im Moment über einen Kuchen, der noch nicht verteilt ist. Ja? Und dann noch ein anderer Punkt zu den Kontrollen. Wir haben ein abgestuftes System, was beginnt mit EU-Haushaltsrecht, was eine Fehlerrate von 2% vorschreibt. Und ausgehend von dieser Fehlerrate, die für Industrie, Straßenbau und landwirtschaftliche Förderung eben auch gilt, wird das Kontrollniveau abgeleitet, von dem wir alle reden und was dran schuld ist oder mitursächlich für mangelnde Akzeptanzen. Und wenn wir nicht schaffen, entweder die Fehlerrate für die landwirtschaftliche Förderung, für die GAP zu ändern oder die Auslöseschwelle, ab wann ein Sachverhalt als Fehler angesehen wird. Wenn wir das nicht schaffen, das zu ändern, reden wir hier uns um Kopf und Kragen, ohne dass wir an der Realität was ändern. Ja. Vielen Dank für die Einordnung. Ein Punkt, Herr Neumann, den haben wir noch nicht diskutiert, der heute Morgen auch eine Rolle gespielt hat. Da ging es um die Verlässlichkeit staatlicher Regelungen. Und zwar in zwei Aspekten. Zum einen in Richtung Zulassungsrecht bei Pflanzenschutzmitteln. Da gibt es ein europäisches Recht, da gibt es Vereinbarungen. Und in Deutschland wird das bestenfalls mäßig eingehalten, was die Verlässlichkeit und Regelung angeht. Und die zweite Aspekt war die Frage, wie viel Ordnungsrecht brauchen wir eigentlich für die Diskussion Absicherung, Biodiversität? Wie ist da die Position der Bundesregierung in diesen beiden Punkten? Ja, die erste Frage nach der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, das haben wir natürlich auch schon zur Kenntnis genommen, dass man uns hier vorwirft seitens der EU, dass die Zulassungsverfahren in Deutschland zu lange dauern. Nur der Gesetzgeber hat das so gewollt, dass wir auch mit dem UBA ein Einvernehmen herstellen müssen bei der Zulassung. Und das UBA ist nicht nur eine Risikomanagementbehörde, sondern auch eine Risikobewertungsbehörde und ist insofern auch dann politisch unabhängig bei der Bewertung. Und das verzögert das Ganze. Das ist immer wieder das Problem, was das BVL hat. Die Einvernehmensregelungen mit dem JKI und BfR gehen relativ schnell. Wir haben das analysiert und hier sind wir jetzt auch dabei, dass wir das Verfahren im Einvernehmen mit dem UBA beschleunigen müssen. Hier gibt es also Defizite, die müssen wir beseitigen. Das Zweite, was Sie ansprechen, also bei Biodiversität ist mein Eindruck, und ich habe mir das auch im letzten Sommer in der Eifel angeschaut, das hat mir schon sehr gut gefallen, wie Vertragsnaturschutz gemacht wird. Und da habe ich schon den Eindruck, also Vertragsnaturschutz läuft A, besser, weil die finanzielle Seite hier zugunsten der Landwirte besser ist als bei Agrarumweltmaßnahmen. Und zum anderen, glaube ich, ist der Mehrwert für die Biodiversität auch dann relativ hoch. Und deshalb auch im Forstbereich, wo wir ja ähnliche Probleme haben, muss ich sagen, der Vertragsnaturschutz ist hier wirklich sehr vorbildhaft. Und ich glaube, wenn wir über Ordnungsrecht ergänzen müssen
Und da bin ich mir ja auch mal mit Florian Schöne einig. Wenn wir in Brüssel über die Länder neue ordnungsrechtliche Maßnahmen notifizieren, zugunsten der Biodiversität oder des Natur- oder Klimaschutzes, dann müssen wir mal eins erreichen. Das darf dann nicht mehr nur eine Kompensation sein, die die Bauern für weniger Erträge oder Ertragsausfall bekommen. Es muss ein Anreiz sein, der über die Kompensation hinausgeht. Wenn der Bauer also nur eine Kompensation bekommt und zusätzlich hohe Bürokratie und hohe Kontrolldichten hat, ist das für ihn nicht attraktiv. Die Zeit ist rum, deshalb will ich noch eine kurze letzte Runde hier auf dem Podium machen und zwar eine ganz konkrete Frage stellen und bei Ihnen beginnen, Herr Röser. Was müssen wir jetzt eigentlich in den nächsten 2-3 Jahren ganz konkret erreichen, um mehr Biodiversität zu kommen? Was erwarten Sie eigentlich und was wird BASF dafür tun? Gut, ich hätte 3 Erwartungen. Also erstens Ordnungsrecht reduzieren, weil je mehr Ordnungsrecht, desto schwieriger wird es in der Umsetzung, meiner Meinung nach. Das Zweite, stoppen Sie die Diskussion zu Pflanzenschutz und Leguminosen. Wir haben gelernt, dass Leguminosen eine wichtige Maßnahme für die Landwirte ist, die sowohl der Biodiversität gut tut, aber ohne Pflanzenschutz nicht geht. Da Planungssicherheit schaffen, das kann man relativ kurzfristig machen. Und das Dritte, Herr Neumann, ich habe das natürlich eben mit den Zulassungen gehört, das beschleunigen, weil im Moment wird bei bestimmten Behörden gar nichts getan, um Innovationen herbeizubringen, die dann auch helfen, Frau Gerowit hat es gesagt, Resistenzmanagement abzumindern, Gewässer besser zu schützen, etc., etc., hier die Innovation zu fördern. Das wäre das, was wir uns wünschen würden. Was kann die BASF dazu tun? Ganz konkret, wir werden natürlich weiter die ganzheitliche Beratung fördern und unterstützen. Das heißt, neben Pflanzenbau, Pflanzenschutzberatung, Biodiversität, Gewässerschutz, Anwenderschutz weiter betreiben. Wir werden auch die Daten erheben, also messen und bewerten, welche Maßnahmen sind gut und welche sind weniger gut und die guten Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in die Landschaft mit hineintragen. Herr Schöne, auch an Sie die Frage, was ist in den nächsten 2-3 Jahren machbar und für was wird sich der DNR einsetzen? Ja, das Wesentliche habe ich heute Morgen ja schon gesagt. Ich glaube, wenn wir jetzt wegkommen von der großen politischen Debatte, wirklich dieses Stichwort Anreizkomponente nochmal anzupacken, da bin ich mir mit Clemens Neumann einer Meinung, da müssen wir uns mal Gedanken machen, da sind wir mit der Kommission intensiv im Austausch auch, dass man die Prämienkalkulation zum Beispiel am besten Standort ausrichtet und sagt, wir haben Ziele, die müssen wir erreichen und deshalb müssen wir auch entsprechende Prämiensätze kalkulieren und auch begründen. Da ist, sind strategische Akteure in der Kommission durchaus bereit und so ein bisschen dieses System nach vorne bringen, sagen, wenn wir wirklich gezielt Biodiversität fördern wollen, dann müssen wir noch stärker innovative Projekte, da bin ich mit Ihnen einer Meinung, was das Innovationsprinzip anbelangt, innovative Projekte befördern, da vielleicht auch mal über so einen Feuerwehrtopf oder sowas, dass auch das BML vielleicht mal so ein Projekt auflegt in der Region. Nehmen wir mal irgendwie nordostdeutsches Tiefland, wo wir noch Feuchtgrünland haben und sagen, lass uns da mal reingehen und wirklich gezielt vorbildliche Projekte unterstützen. Viele gute Vertragsnaturschutzmaßnahmen sind alle außerhalb der EU-Förderung entstanden, weil die immer gesagt haben, das Risiko tun wir uns niemals an. Ja? Die guten Wiesenbrüterprojekte werden von den Ländern direkt bezahlt und da draus lernen und auch gemeinsam mal diese Botschaft nach Brüssel und ins Parlament, da bin ich jederzeit auch bei dir, das wäre extrem wichtig, dass wir mit Blick auf die Zeit nach 2020 mit guten Vorschlägen, auch aus Franz, Herr Bartelt, in die Diskussion einsteigen können. Ich nehme Sie als Letzten dran, Herr Neumann, da brauchen Sie nur noch Haken dran machen, Herr Paffen. Sie sind schon dran. Ja, also ich... funktioniert, ja. Möchte ich nochmal aufgreifen. Gestern hat ein Kollege, und das fand ich so passend, die Kombination geprägt, Umweltschutz als Betriebszweig. Ja? Und das ist ja genau das, was Sie schildern. Ich würde mir also wünschen, und das auch als Konsens aus dieser Tagung heute, dass von beiden Seiten die Landwirtschaft den Umweltschutz und der Umweltschutz die Landwirtschaft als Partner ansieht. Das ist erstmal für mich die Voraussetzung, dass wir wirklich zukünftig was erreichen können. Das aber auch in der Außendarstellung tun, also auch kommunizieren.
nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und der zweite Punkt wäre, dass ich mir von den ja, auf Landesebene Verantwortlichen wünsche, dass sie wirklich die Freiräume, die ja offensichtlich da sind für die Kontrolleure vor Ort, dass sie die auch klar kommunizieren und sagen, hört mal zu, wenn da auch mal 10 oder 20 Zentimeter fehlen oder zu viel sind, wir stehen trotzdem hinter euch, lasst das mal eine 5 Grad sein. Und wichtig wäre mir auch, dass auch Umweltverbände dann das auch mittragen und sagen, Leute, es geht hier wirklich um die Sache und wenn sich einer bemüht, dann muss das honoriert werden und es darf nicht an so Kleinigkeiten scheitern. Ich denke, mehr können wir gar nicht erwarten. Was erwartet der Bauernverband von der Diskussion der nächsten 2 Jahre, Herr Hartelt? Die nächsten 2 Jahre werde ich an den Problemfeldern, die sind hinlänglich bekannt, weiter kämpfen, werde um Unterstützung suchen, bin auch dankbar dafür, dass wir mit der Michael-Otto-Stiftung das Projekt Franz hier nach vorne bringen und viele Fragen, die noch offen sind, auch die wir eben diskutiert haben, dann mit wissenschaftlicher Begleitung auch klären können. Das gehört zu meinem Auftrag und werde natürlich als Vorsitzender eines regionalen Verbandes oder eines Landesverbandes alle die solche Leute wie der Herr Müller, der Hans Müller oder mein Vizepräsidenten Reinhold Henner darin bestärken, fortzufahren, Landwirte, die Motivation bei Landwirten zu erzeugen. Und das macht man am besten, wenn man so tolle Projekte wie bei uns in der Südpfalz oder in Herxheim einfach voranbringt, sie leuchten lässt. Und wenn sie zu einem positiven Image führen, ist das kein Schaden, ganz im Gegenteil, dann ist das gut und sorgt für Mitnahmeeffekte. Man spricht dann auch von Leuchtturmprojekten, weil natürlich auch bei unseren Kollegen Bauern die Bereitschaft, solche Maßnahmen zu machen, gesteigert werden kann und muss. Vielen Dank. Das letzte Wort haben jetzt Sie, Herr Neumann. Für Sie ist das jetzt zugegebenermaßen vielleicht nicht so ganz einfach, was in den nächsten 2-3 Jahren ist, aber tun wir mal so, als wenn es egal wäre, welcher Minister über Ihnen arbeitet. Was sind die Zielsetzungen, die jetzt das BML dann erreichen will, um Biodiversität, denn das Thema wird in der nächsten Legislaturperiode mindestens so wichtig werden wie in der abgelaufenen, um das Thema Biodiversität weiter nach vorne zu bringen? Ja, ich denke, ein Punkt ist von Herrn Paffen angesprochen worden, der ist mir außerhalb der Politik auch sehr wichtig, das ist die Kommunikation. Und wir haben ja keine CMA mehr und deshalb tut sich auch letztendlich der Berufsstand schwer mit einer guten und gezielten Kommunikation. Und hier wäre schon meine Bitte, dass wir, wenn wir hier für mehr Produktqualität und Prozessqualität in Deutschland einstehen, dass diejenigen, die das auch fordern, die Umweltseite hier auch stärker die Landwirtschaft in der Kommunikation unterstützt. Also hier wäre ein Miteinander mir sehr wichtig neben der Politik. Die weitere Vorgehensweise, die ist jetzt ja vorskizziert. In Brüssel haben die Diskussionen angefangen, Entbürokratisierung, Greening optimieren. Die Finanzperiode wird also neu diskutiert ab 19. Wir haben nach 2020 eine neue GAP. Also wir müssen hier, wie auf der AMK auch beschlossen und auch heute hier zwischen den Verbänden eigentlich auch sehr gut besprochen worden ist, gemeinsam in Brüssel antreten, damit wir hier also die GAP finanziell gut ausgestattet auch über 2020 bekommen, dass wir also auch unseren Betrieben die Möglichkeit weiterlassen, im Rahmen des internationalen Wettbewerbs wirtschaften zu können. Und ich denke, das ist ja heute auch hier ziemlich deutlich geworden. Wenn wir mehr für den Umwelt-Naturschutz machen müssen, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir also neben dem Ordnungsrecht, also dem Vertragsnaturschutz, auch weiter ausbauen. Das wäre für mich ein wichtiges Anliegen. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Podiumsdiskussion. Ich danke Ihnen für Ihre offene, faire Diskussion. Ich glaube, es sind viele Gemeinsamkeiten deutlich geworden. Es sind natürlich auch ein paar Dissenspunkte deutlich geworden. Auch das ist wichtig für die Debatte, die klar zu benennen. Herzlichen Dank auch für Ihre Inputs bei der Diskussion. Vielen Dank.